Ja, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mass Effect 2. Dann wollen wir mal loslegen. Wie versprochen, letztes Mal habe ich es ja bereits angekündigt, wir begeben uns auf den Planeten Aichera, um dort das Wrack der SSV oder SSV Normandy zu besuchen. Das ist das Schiff, das damals in Mass Effect 1 unser Hauptschiff war, unser geliebtes Schiff, das leider zu Beginn von Mass Effect 2 abgeschossen wurde. Und nun besuchen wir, ja, die traurigen Trümmer. Vielleicht finden wir noch ein paar alte Stücke von uns selbst, weil irgendwo da waren wir ja auch verstreut. Aber bei genauerer Überlegung, das muss gar nicht sein. Nein. Dann wollen wir doch einfach mal auf dem Planeten landen und diese kleine DLC-Nebenmission beginnen. Hoffentlich wird es nicht zu depressiv. Schließlich will ich euch Unterhaltung bieten und nicht euch zum Heulen bringen. Wie zu erwarten war, hier ist alles ziemlich ruhig. Und dort liegen sie überall, die ganzen Stücke dieses glorreichen alten Schiffes. Schon irgendwie deprimierend, das zu sehen. Schließlich hat es uns im ersten Teil so lange begleitet und so gut begleitet. Und, da hinten blinkt etwas, eine Dienstmarke. Die Dienstmarken gefallener Crewmitglieder sammeln, um sie ihren Familien zurückzugeben. Keine schöne Aufgabe, aber irgendwer muss es ja machen, ne? Denn hier sind in diesem Areal ganze 20 von diesen Marken verteilt. Und die können wir jetzt suchen, dadurch ein bisschen Erfahrung sammeln und damit den Hinterbliebenen ein wenig, irgendwas zu geben, woran sie sich daran erinnern können. Hier haben wir eine weitere Dienstmarke. Ja, hier saß damals Joker und hier ereilte uns auch unser gewaltsamer Tod. Denn genau hier wurde es ja auseinandergerissen, genau hier. Dort war Joker in der Kabine und hier hing dann Shepard dran fest und hat sich festgehalten. Und dann wurde er aus dem Schiff gerissen und gesaugt. Oh Mann, das war kein schönes Kapitel und auf jeden Fall ein fulminanter Start für dieses Spiel. Wo ich das damals gesehen habe, hat mich echt der Schlag getroffen, das kann ich euch sagen. Gerade eben kam eine Meldung, man kann nämlich aussuchen, es gibt hier verschiedene Stellen, an denen kann man nämlich ein Denkmal platzieren. Das müssen wir auch machen, aber das müssen wir jetzt nicht sofort machen. In dieser Kiste ist komischerweise auch eine Dienstmarke drin, leuchtet nicht so ganz ein, wie die jetzt in diese Kiste reingekommen sein soll, aber naja. Es ist ja wie es ist, ne? Ich glaube, obwohl, geht's da hinten nicht weiter? Doch, da hinten ist eine Kiste, also geht's da mit Sicherheit weiter. Ja, genau, wollte schon sagen. Also, du kannst da... Na, komm, Shepard. Du kommst ja wohl sowas hoch, oder? Meine Herren. Ja, der alte Herr ziemt sich mal wieder ein wenig, also müssen wir hier einfach nur an anderer Stelle hochlaufen. Da hinten ist wieder so eine zerbrechliche Kiste, obwohl... Nein, ich glaube, schießen passt irgendwie nicht ganz zu dieser Mission. Dafür ist sie eigentlich sonst immer ziemlich ruhig. Und eine weitere Dienstmarke in einer noch größeren Kiste, wie auch immer. Carlton Tux. Bestimmt ein weiteres, sehr treues Crewmitglied. Auf jeden Fall treu genug, um leider hier an Bord zu sterben. Jamin Bakari. Klingt arabisch, oder? Ein N7-Helm, der N7-Helm. Oha, unser alter Helm, den wir damals getragen haben. Na, den müssen wir uns ja eben fix besorgen, oder? Ja, machen wir das erstmal eins nach dem anderen. Hier gibt's, das Areal ist nicht sonderlich groß, aber doch ein wenig verwinkelt, aber es ist nicht sonderlich schwer, hier alles zu finden. Keine Sorge. Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. Juhu, cool. Und wenn ich mich recht entsinne, kann ich den ab jetzt sogar tragen. Können wir uns ja nachher mal gemeinsam anschauen, ob das Ding irgendwie was drauf hat. Unsere alte Brücke.
kaum wiederzuerkennen. Wirklich sehr, sehr schlecht wiederzuerkennen. Nee, auf der Brücke das Denkmal, das passt irgendwie nicht so ganz. Addison Chase, ein Datenpad. Tagebuch von Navigator Presley. Oh mein Gott, ich weiß noch genau, im Intro, der starb als einer der Ersten. Nicht wiederherstellbare Daten. Mit dem Commander darüber gesprochen. Ich, beschädigt. Diese ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffes der Allianz. Ich trau ihn einfach nicht. Vor all dieser verdammten Asari und eine Quarianerin. Wofür hält Shepard das alles hier? Ein Zoo? Eintrag 2. Mit der Quarianerin. Sie scheint auf einer Art Pilgerreise zu sein und versucht, das Schicksal ihres Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich verstehen. Ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so, aber wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht schlimm. Eintrag 3. Eine Weile lang und ich lese mir alte Tagebucheinträge noch einmal durch. Wie blind ich damals war. Ich kam in der festen Überzeugung an Bord dieses Schiffes, die Menschheit wäre allein in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht und ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde, ganz egal auf welcher Welt es geboren wurde. Ach, Navigator Presley. Am Anfang war der wirklich noch sehr misstrauisch gegenüber den Aliens, aber mit der Zeit hat er sich denen gegenüber echt erwärmt und konnte sie dann doch leiden. Schade, dass er gestorben ist. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um die Taschentücher zu zücken, Leute. Nein, Quatsch. Aber ich finde das schon mal interessant für so einen kleinen DLC. Mal so eine ganz, ganz andere Stimmung mal anschlagen. Harvey J. Gladstone. Silas Crosby. Erinnert mich an die Bill Cosby Show, ironischerweise gerade. Aber auch nur wegen der Namensverwandtheit. Jermaine Barrett. Oder Jermaine Barrett. Wahrscheinlich Jermaine. Unser guter alter M35 haben wir. Hat der mich durch zahllose Missionen begleitet? Mann, Mann, Mann. Treues Ding, muss man sagen. Wie stecke ich das Ding nochmal weg? Mit H, ne? Genau. H wie Holster. Aber jetzt brauche ich es auch schon wieder, um diese Kiste aufzukriegen. Eine weitere Dienstmarke. Wir haben jetzt gerade mal 11 von 20 mit Markus Grieco. Grieco. Oh Gott, was für ein Name. Irgendwo hier ist wieder eine Dienstmarke. Irgendwie kann ich... Ach da, oh. Leicht versteckt. Aber auch nur leicht. Caroline Grenado. Das ist mal ein Name. Grenado. Und hier? Robert Filawa. Vor allem diese leicht psychedelischen Untertöne in der Musik sind schon ein bisschen sehr ungewöhnlich für Mass Effect. Raymond Tanaka. Naja, was heißt ungewöhnlich? Auch in Mass Effect 1 gab es immer wieder mal so leicht abgespacede Elemente, sag ich mal. Ja, das große Stück unserer Normandy. Und man kann so einen Schriftzug noch erkennen. Meines Erachtens nach der perfekte Ort, um das Denkmal zu platzieren, wenn ihr mich fragt. Irgendwie passt das gut, die Stelle. Weil so beziehe ich mich nicht nur auf einen Teil der Crew, wie zum Beispiel nur die Brücke oder nur den Abteil, sondern so, ne, das ganze Schiff wird damit gedenkmalt. Ja, ein tolles Verb, das es gar nicht gibt. Sehr schön, Alex. Die letzte Ehre wird auf alle verteilt. So, dürfte passen. Ich hatte ja eigentlich das Gefühl, hier schon alles jetzt bereist zu haben, aber hier fehlt ja anscheinend wirklich noch einiges. Wo habe ich denn die ganzen Dienstmarken übersehen? Hier geht auch eins. Was ist denn das? SOS? Ach, eine der Rettungskapseln. Oh. Okay. Vielleicht ist da in der Nähe noch eine dieser Dienstmarken. Sieht nicht danach aus. Schauen wir da hinten, ob ich da irgendwie was noch übersehen habe. Da oben war nur eine Kiste und die hatte ich ja kaputt gemacht. Daran erinnere ich mich noch. Innen drin bin ich, zumindest habe ich das Gefühl gehabt, eigentlich auch alles abgegangen. Da drin war ich auch schon. Okay, dann schauen wir nochmal etwas gründlicher. Vor allem immer um die Ecken gucken, ob man hier nicht irgendwo in einer der Ecken irgendwas liegt. Ich schaue nochmal da hinten. Ne, hier waren, die sind wir ja vorhin erst lang gelaufen, genau. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht drin, oder?
glaube ich gerade zumindest. Und da hinten waren wir auch noch nicht, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, da war ich noch nicht. Hier haben wir auch schon mal eine Dienstmarke. Und hier können wir auch ein Denkmal platzieren. Jetzt kommt bestimmt wieder eine kleine Sequenz, die uns zeigt, was welcher Ort das nochmal war. Nee. Saßen hier nicht die ganzen Kommunikationsleute? Oh. Ja, ach genau. Hier stand immer Ashley. Huh. Die ja aufgrund unserer Entscheidung damals gestorben ist. Oder aufgrund meiner Erfahrung. Meiner Entscheidung. Denn ich als Offizier, ne, ich habe die Entscheidung getroffen und von daher lastet auch sämtliche Verantwortung auf mir. Da ist die, eine weitere Dienstmarke. Ich glaube, dann fehlen uns nur noch zwei. Monica Negulescu. Da haben wir eine weitere Dienstmarke. Das hier ist aber... Ach, genau. Dieser Gang war das, ja. Wo nie was los war. Ja, auf diesem Gang hier war wirklich nie irgendwas los. Die vorletzte. Orden Le Flamme. Das ist mal ein Name. Und ich habe das Gefühl, dass dort hinten... Ja, die letzte ist. Okay. Ruhig, ruhig, Shepard. Ruhig atmen. Hector Amazon. 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 Das klingt so ein bisschen wie Amazon, ne? Nur auf Englisch ausgesprochen. Amazon. Nun gut, wir haben alle Dogtags gesammelt. Wir können damit die Familien endlich etwas schicken. Zumindest einen Teil ihrer geliebten, ehemalig lebenden Leute. Und nun gehen wir zum letzten Teil der Normandy, wo man den Schriftzug wirklich noch direkt erkennen kann. Und wir platzieren ein dickes, großes Denkmal. Oh, das ist schön. Das ist echt schön geworden. Nun gut, ich würde sagen, wir haben unsere Mission... Was heißt Mission? Wir haben unsere Pflicht hier erfüllt. Goodbye, SSW Normandy. Missionszusammenfassung. Ein Denkmal wurde an der letzten Ruhestätte der SSV Normandy auf Alcara errichtet und die Familien aller vermissten Crewmitglieder wurden über deren gewaltiges Opfer informiert. Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. 200 Erfahrungspunkte erhalten, 3750 Credits, Element Zero ein bisschen und naja. Ich hätte es auch ohne Credits gemacht, so ist nicht. Wirklich mal ein erstaunlich anderer DLC, der mal eine völlig andere Stimmung und Grundstimmung anschlägt. Das Spiel mit den Farben war ja auch echt gut gemacht. Kalt und düster ein wenig. Aber nun gut, hat ja auch gepasst. Doch nun genug mit dieser depressiven Stimmung. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Wuhu, alles da. Schauen wir doch mal nach. Oha, Gott, schon wieder so viel. MSV Corsica, letzte bekannte Andor-Koordinaten. Zielkoordinaten, Jerahi-Station. Ach, da waren wir doch schon alles. Ja, das haben wir alle schon gemacht. Das waren die ganzen Nebenmissionen mit dem Virus, mit dem VI, den wir hatten. Genau, genau. Genau. Ein erstaunlicher Fund von Dr. Richard Taylors, Talos, Kurator. Kurator des Allianzmuseums für die Erkundung der Galaxie Erde. Commander Shepard. Wir möchten uns für die Beschaffung der Daten der MSV Estevanico bedanken. Sie zeigen, dass das Schiff von seltenes Bloodpack und Vorschau-Soldaten angegriffen und überrannt wurde. Von Datum her zu schließen, war das die erste Allianz-Crew, die den Vorschau gegenüberstand. Sie hatten bestimmt alle große Angst. Wir schicken jetzt Bergungstrupps los, um so viel wie möglich für das Museum zu bergen. Nochmals vielen Dank für Ihren Einsatz. Ja, gern geschehen. Von Cerberus Oberkommando. Gute Arbeit auf Daratar. Gute Arbeit. Wir wussten, dass Eclipse wertvolle Fracht auf Daratar versteckt, aber wir konnten nicht landen, weil ihre Söldner sonst womöglich die Kisten zerstört hätten. Wir haben die Credits auf ihr Konto überwiesen und sind sehr froh, sie bei uns zu haben, Shepard. Das war auch eine Nebenmission. Hallo von den Reds. Von Finch? Wer war das nochmal? Shepard. Ich hatte Familie auf einer der überfallenen Kolonien. Habe meine Kontakte zu den Reds genutzt und einige sagten, sie könnten dir diese Nachricht zukommen lassen. Du hast sicher keine Verwendung für mich. Du hast so viel Zeit mit den verdammten Aliens verbracht und so getan, als hättest du deine Zeit bei den Gangs auf der Erde nie gegeben. Stimmt, der Mind Shepard hat so einen Lebenslauf, dass er früher mal für eine Gang gearbeitet hat. Auf der Erde.
Ich weiß, dass du nicht zufrieden warst, als wir uns vor ein paar Jahren auf der Citadel getroffen haben. Ach, er war das, genau, die Nebenmission da zu Mass Effect 1. Aber es freut mich, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Hoffentlich findest du die Leute, die meine Familie auf Freedom's Progress verschleppt haben und trittst ihnen in ihren schuppigen Arsch. Es freut mich, dass ein Mensch diese Mistkerle zur Strecke bringt und dass du da sein wirst. Mach den Reds alle Ehre. Ja, okay, Küchen. Ein Geschenk aus Worten. Von Konsorten Shaira. Das war damals die, naja, wie soll man sagen, Großkonkubine aus der Citadel, Mass Effect 1. Mit der hatten wir auch Sex, so viel kann ich noch verraten. Commander, ich hatte schon befürchtet, mein Geschenk aus Worten habe Unrecht gehabt. Eine peinliche Vorstellung. Doch nun teilen mir meine Kontakte mit, dass sie überlebt haben. Mit Freuden höre ich, dass ihre Reise weitergeht, obgleich ich spüre, dass sie einer noch tieferen Dunkelheit entgegenstreben. Beim Kampf gegen Saren wurden nur sie geprüft, aber nun geht es um mehr als ihre eigene Stärke. Unternehmen Sie alles, damit die Streiter an Ihrer Seite mit klarem Geist und freiem Herzen kämpfen. Machen Sie es gut. Konsorten Shaira. Und Daten über die Absturzstelle Normandy erhalten. Achso, die Allianz weiß die Übermittlung der von Ihnen an der Absturzstelle der Normandy gefundenen Informationen zu schätzen und wir haben alles an die betroffenen Familien weitergeleitet. Durch diese Dienstmarken haben Sie vielen Menschen ein wenig Seelenfrieden gebracht, Commander. Ich spreche Ihnen in Ihrem Namen meinen Dank aus. Ja, gern geschehen. Kein Problem. Jetzt kommen hier die ganzen Tagebuch-Aktualisierungen, obwohl ich es eigentlich alles schon gemacht habe, oder? Müsste ich eigentlich alles durchhaben mit den Nebenmissionen? Genau, sag ich doch. Seht ihr, jetzt steht jetzt als neu, aber ist ja eh schon abgeschlossen. Es gibt einen weiteren DLC und den werden wir jetzt auch angehen, nämlich Projekt Feuergänger oder im Englischen Firewalker. Und das ist mal, wie soll ich sagen, doch ein etwas anderer DLC. Ja. Ich glaube, ich erkläre einfach nicht groß, was jetzt passieren wird in diesem DLC. Ich gehe da einfach hin. Dazu muss ich jetzt so oder so erstmal wieder auf die Galaxiekarte zurück. Und nochmal gucken, wo ich hin muss. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf. Genau, hier ist das Mars Relay. Wing, 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 wing. Aber das nur so am Rande. Feuergänger, MSV Rosalie, genau. Damit geht's los. Das ist eine, ja, wie gesagt, es ist ein DLC und es ist ein etwas längerer DLC, der in mehrere aufeinanderfolgende Missionen gesplittet ist. Und sie bieten auf jeden Fall mal ein etwas anderes Spielerlebnis. So viel kann ich verraten. Und ich habe mir so überlegt, ich werde immer so eine Mission machen, ja. Dann werde ich was anderes machen und dann wieder eine Mission. So, dass das auf jeden Fall mal als Abwechslung gut mal dazwischen kommen kann. Feuergänger MSV Rosalie. Ich bin immer nie so ganz entschieden, ob ich jetzt MSV oder MSV sagen soll. Im Deutschen würde man jetzt einfach MSV sagen, aber es klingt immer irgendwie nicht falsch, aber ich bin es halt so gewohnt. Ah, da unten haben wir schon den Planeten. Seona. Na, zurück. So. Anomalie geortet. Nein, wirklich, das wusste ich auch vorher schon. Und da oben ist er auch schon. Sonde unterwegs. Oh, diesmal sogar ohne Audiobotschaft. Scans haben das Erkundungsfahrzeug Hammer sowie aktive Datenspeicher geortet, die möglicherweise Informationen über den Verbleib von Dr. Case und Dr. O'Loy enthalten. Richtig, es gibt hier ein neues Erkundungsfahrzeug und durch diesen DLC gibt es wieder sogar ein paar Fahrzeugmissionen hier im Spiel. Im originalen Hauptspiel gab es die gar nicht, in Mass Effect 1 gab es einiges, aber normalerweise in Mass Effect 2 nicht, das haben die später erst bei einem DLC hinzugefügt und die machen auf jeden Fall ein bisschen Laune. Es ist interessanterweise jetzt mal ziemlich schnurzpiep egal, wen ich mitnehme. Komplett, wirklich komplett egal. Denn im Endeffekt geht es um ganz andere Sachen. Von daher können wir das hier gleich wieder schließen. Ist schon ein tolles Shuttle, ne? Hätte jeder, glaube ich, von uns ganz gerne. So über den Planeten fliegen hätte was. Gut, wie wir sehen, ist das kein freundlicher Planet. Definitiv nicht. Projekt Feuergänger, nach Daten suchen. Finden Sie Hinweise auf den Verbleib von Dr. Case und Dr. O'Loy. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Ich bleibe mit Dr. O'Loy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Auf Geth gestoßen? Okay, das ist beunruhigend. Sehr beunruhigend. Moment, Frachtcomputersteuerung. Na, die wollen wir noch mal eben fix umgehen. Denn irgendwas wird in dieser Fracht wohl drinstecken, was wir gebrauchen können. So, das ist wie immer ziemlich easy.
Hoojakar, na das sieht doch mal schick aus. Genau der richtige Schlitten für Shepard und seine Olle. Dann haben wir auch noch Gangster Jacob auf unserer Seite, der uns erstmal zeigt, wie man so ein bisschen Low-Rating betreibt. Oh yeah. Primärsysteme online. Hell yeah. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-Tobi. Ja, wie ihr sehen könnt, das Ding hat ganz schön was drauf. Man kann damit ziemlich Gas geben und man kann damit auch hin und her springen. Juhu! Und auch zwar ziemlich, ziemlich hoch. Jetzt muss ich mich immer hier so balancieren. Ständiges Rauchverbot? Ja, das sagt. Space ist leider nicht springen, sondern Shift. Und hier gibt es immer so kleine Speicher. Und da muss ich dann rechts gedrückt halten, die rechte Maustaste, und da muss ich dafür sorgen, dass ich in diesem Kreis bleibe. Und dann sammeln wir die Daten auf. Der Weg ist jetzt frei. Das sind mal Raketen, hä? Oha. Drücken Sie Leertaste, um durch das Feuer zu stürmen. Wow, das ist gegen mehr fix. Nicht übel. Und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen umgucken. Und die gesamten Forschungspunkte hier abklappern. Und ihr kommt bestimmt schon relativ fix drauf. Dieses Ding kann schießen, ne? Es wird nicht bestimmt nicht nur dafür eingesetzt werden, um irgendwie uns den Weg frei zu schießen. Nein, nein, keine Sorge. Das Ding hier wird auch später in Kampfeinsätzen teilnehmen. Na, diese erste Mission ist mehr oder weniger dazu gedacht, uns so ein bisschen an das Handling dieses Dings zu gewöhnen. Hat man auf jeden Fall auch bitter nötig, so viel kann ich verraten. Und vor allem, dass das Ding auch sehr schön Rampen hochspringen kann. Und dadurch extrem hohe Höhen erreichen kann. So, und dabei gibt es sogar noch jedes Mal Credits. Ich meine, besser geht's kaum, oder? Gut, hier geht's an dieser Stelle leider nicht weiter. Hier hinten in dem Abteil war ich noch gar nicht. Mal gucken, ob es hier auf dem Boden noch irgendwas gibt. Ich will nichts übersehen haben und ich möchte nicht nach oben fahren, bevor ich nicht weiß, dass hier unten nichts mehr ist. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Von daher mal hier hochgedüst. Ja, und jetzt? Achso, hier lang. Okay. Anscheinend da. Nein, dann sind wir ja wieder am Eingang, wo wir schon waren. Okay, dann bringt uns diese Stelle hier ganz offenkundig nicht weiter. Dann brauche ich einen anderen Weg nach oben. Ah, den werden wir ja wohl fix finden. Also das Gefährt wäre auch schon was, oder? Dann könnte ich meinen guten alten Ford Ka mal wieder schön in der Garage verbannen und das Ding hier fahren. Ja, ich glaube, damit wäre ich wohl gerade noch so zufrieden. Ich könnte ein paar mehr PS haben, aber... Ach, Quatsch, als ob. Das Ding ist hier, das ist eine Höllenmaschine. Vielleicht geht's hier ja Stück für Stück hoch. Ah, das sieht ganz gut aus. Und rüber da. Hey, ich bin direkt sogar noch eine Etage höher. Das war nicht mehr beabsichtigt. Ein weiterer Forschungspunkt. Und dort hinten geht es auch schon weiter. Eine weitere Rampe und Alio. Das dauert echt ewig, bis es mal landet. Bumm, au. Ich hoffe, die da drinnen sind gut angeschnallt, denn das wird doch bestimmt ganz schön rumsen. Und es hagelt nur Credits auf unser Konto. Ach, da oben ist auch noch was. Okay. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich da lang. Also hier rüber. Gut. Jetzt hier das gleiche Spiel. Mit Vollgas und ganz viel Antrieb. Zack. Eine perfekte Landung. Naja, es geht so. Und die letzten Forschungsdaten. Und na, drin bleiben. Sehr cool. Sämtliche Forschung erhalten. F drücken und halten, um die Mission zu beenden. Möchten zu Normandy zurückkehren? Ja. Dann sagt mir doch mal, was ich jetzt rausgefunden habe bei diesen Forschungsdingern. Klar, ich habe viele Credits gefunden, aber mich würde auch ein bisschen mehr interessieren, was wir sonst noch gefunden haben. Ja, genau. Wie cool ist das denn? Ha, stylisch. Wrack des Frachters MSV Rosalie gefunden. Forschungsdaten beschafft. Dann noch 125 Erfahrungspunkte und ganze 15.000 Credits diese Mission gewonnen. Das ist eine ganze Menge. Die werden wir auf jeden Fall auch wieder gut gebrauchen können.
Eingefrorene Ziele erleiden bei Treffern mehr Schaden. Ist das so? Aha. Very, very interesting. Aha. Okay, dann werden wir aber gleich nochmal kurz das Tagebuch checken, nochmal durchgehen, was wir jetzt für Forschungsdaten beschafft haben. Und danach werde ich wohl die Folge beenden, weil ich ein bisschen die Zeit überzogen habe. Oh mein Gott. Ist ja nicht weiter schlimm. Ist ja für mich nur ein bisschen mehr Upload-Aufwand und für euch mehr Schaugenuss, sag ich mal. Zumindest hoffe ich, dass ihr dieses Let's Play genießt. Aber anscheinend genießt ihr es ja, sonst wärt ihr nicht bis zu diesem Part gekommen und würdet es nicht noch weiter gucken. Von daher an dieser Stelle ein kurzes Dankeschön. Dankeschön fürs Gucken. Freut mich sehr. Genau, Projekt Feuergänger. Jetzt haben wir nämlich mehrere Missionen dadurch erlangt. Es gibt nämlich immer mehrere von dem Projekt Feuergänger. Wir haben dann quasi die Wahl, welche wir zuerst angehen. Aber suchen wir doch erstmal nach der, die wir abgeschlossen haben. Steht da nämlich irgendwas? Obwohl, wir könnten doch einfach mal auf unsere E-Mails gucken. Bestimmt haben wir eine E-Mail bekommen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Seht ihr? Ich habe dafür ein Gespür. Von Projekt Feuergänger. Prototyp wiederbeschafft. Dass Sie den Hammer unversehrt wiederbeschaffen konnten, war gute Arbeit, Commander. Er wird uns noch sehr nützlich sein. Außerdem enthalten die Daten des Notfallsenders der MSV Rosalie wichtige Informationen über einige der von Dr. Case und Dr. O'Loy untersuchten Planeten. Edi hat die Position in ihrer Galaxiekarte übertragen. Wir hoffen, dass einer davon sie zu der proteanischen Fundstätte führt, weil das haben die eigentlich gesucht. Trotz seiner offensichtlichen Instabilität ist Dr. Case unbestritten ein brillanter und entschlossener Wissenschaftler. Wenn Sie weitere Logs oder Aufzeichnungen von ihm finden, würde uns das sehr helfen. Wir wissen immer noch nicht, wie die Geth Dr. Case auf der Spur bleiben, also seien Sie vorsichtig. Naja, vielleicht ist da so ein Sender oder sowas am Hammer dran, das würde natürlich ziemlich scheiße sein. Aber nun gut, wie gesagt, das haben wir uns jetzt mal durchgelesen und wir machen beim nächsten Mal mit diesem DLC weiter, wenn es nämlich mal wieder heißt, Let's Play... Ach nein, eigentlich wollte ich auch was anderes machen, oder? Ah, ich überlege noch ein bisschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.